Ich glaube, diese Folge sollte einfach irgendwie nicht stattfinden. Und schönen guten Tag zu dem Thema, was verdient ein LKW-Fahrer? Ich habe dieses Video jetzt wirklich 6-mal gedreht. Ich habe jetzt extra nochmal nachgerechnet, bevor ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Also ich habe es vom Greenscreen gemacht. Da hat mir die Farbe nicht gefallen. Dann habe ich es nochmal gemacht. Hat mir auch nicht gefallen. Dann habe ich es aufgenommen. Dann hat die Speicherkarte Fehler gehabt. Dann habe ich es aufgenommen, habe alles super erzählt und dann habe ich vergessen, vorher auf Aufnahmen zu drücken. Und jetzt befinden wir uns hier und wir ziehen das Ganze jetzt durch. Was verdient eigentlich ein LKW-Fahrer? So, jetzt könnte ich sagen, was ich verdient habe, dürfte ich aber nicht, weil ich natürlich im Arbeitsvertrag natürlich auch eine Klausel habe, so wie viele. Das kennt ihr natürlich auch, wenn ihr einen anderen Beruf habt. Dementsprechend habe ich eine anonyme Umfrage auf meiner Facebook-Seite der GTD-Community gestellt und sie haben fleißig gewotet, bis das Limit des Votings erreicht wurde. Das ging relativ zügig und dementsprechend kann ich euch jetzt sagen, was ein LKW-Fahrer ungefähr verdient. Wir fangen damit aber an, wie viele Stunden musst du eigentlich arbeiten als LKW-Fahrer? Das ist nämlich eine sehr interessante Frage und ich kann dir sagen, wenn du nicht gerade im Werksverkehr bist und keinen Tarifvertragsanbindung hast, dann kann es durchaus schon sehr viele Stunden sein. Wie viele Stunden arbeiten denn die ganzen LKW-Fahrer in der GTD-Community und sie haben anonym abgestimmt und das hier war das Ergebnis. So, was seht ihr hier? Die wenigsten arbeiten 30 bis 45 Stunden, wie fast jeder Arbeitnehmer draußen, 15,6%. Erschreckend 16,31% arbeiten über 60 Stunden, 26,24% geben an, 45 bis 50 Stunden in der Woche arbeiten zu müssen und die Mehrheit von 41,13% gibt an, 50 bis 60 Stunden in der Woche als LKW-Fahrer arbeiten zu müssen. So, es ist erschreckend, prozentual gesehen über 60 Stunden und natürlich mit das meiste auch diese 50 bis 60 Stunden. Das habe ich übrigens auch selber sehr oft erlebt in vergangenen Firmen. Dementsprechend kann man das schon glauben, man muss sehr viel arbeiten. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, jo, wer sehr viel arbeitet, der wird auch sehr viel verdienen. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was wir da so für Gehälter haben, prozentual gesehen, was ein LKW-Fahrer verdient. So, jetzt kommen wir zu dem, was euch interessiert, das Gehalt. 18,71% sagen, 1.700 bis 1.900 bekommen sie auf ihr Konto überwiesen. Darüber 22,30% geben an, nur 1.500 bis 1.700 Euro zu verdienen. Überlegt mal die Arbeitsstunden, die wir eben gerade durchgegangen haben. 28% sagen 2.200 bis 5.000 Euro. Das wären die sein, die vielleicht Tarifvertragsanbindung haben. Aber die Mehrheit mit 30,22% sagt 1.900 bis 2.200 Euro bekommen sie auf ihr Konto überwiesen. Und jetzt denkt nochmal an die geleisteten Stunden davor. Wenn wir jetzt natürlich sehen, ihr seht gerade, es ist gerade nicht so die Millionen. Es sind natürlich auch so bis 5.000 Euro im Gespräch gewesen. Aber das sind, wenn Fahrer, die vielleicht ins Ausland mit sehr viel Auslandsspesen berechnet haben oder natürlich verdient man einigermaßen okay, wenn man Tarifanbindung hat, einen Werksvertrag hat, man kriegt Überstunden bezahlt, man kriegt vielleicht Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und so weiter und so fort. Das sind aber die seltensten und die wenigsten Fahrer oder auch die mit Stundenlohn, da ist das dann auch noch im Rahmen. Die meisten, die im Fernverkehr fahren, haben halt keine Tarifvertragsanbindung. Es wäre eigentlich so einfach. Im Ausland ist das auch möglich. Dort, wenn du einen Arbeitsvertrag unterschreibst, hast du auch gleichzeitig die Tarifvertragsanbindung, dementsprechend dann auch entsprechenden Schutz und entsprechende Gratifikationen, entsprechende Stundenlöhne und so weiter und so fort. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ich möchte dieses Thema wirklich sehr klein halten und euch einfach nur sagen, im Prinzip ist es leider so, dass wenn man keinen Tarifvertrag hat als LKW-Fahrer, du, wenn du neu anfängst oder du, wenn du dich für den Beruf interessierst, damit rechnen musst, dass du sehr viele Stunden unterwegs bist, meistens diese Überstunden gar nicht bezahlt bekommst und ein Festgehalt ausgehandelt wird, das sich so ungefähr in dem prozentualen Bereich handelt, wie die meisten gewotet haben. Das bedeutet, wie in vielen anderen Berufen, dass man, wenn man Überstunden hat, auf ein Überstundenkonto kommt, dass man das abfeiern kann oder sich ausbezahlen lassen kann etc., ist meistens nicht vorhanden im LKW-Bereich. Wir dürfen dazu aber nicht die Spedition als alleinige Buh-Männer dahinstellen, denn das Problem ist einfach die Frachtmarge, also das, was dafür bezahlt wird, was ein LKW-Fahrer durch die Gegend fährt und wie viel er dafür entlohnt bekommt, also quasi der Unternehmer. Und das Problem ist, dass das halt nicht immer fair ist und wirklich sehr, sehr niedrig gehalten wird. Und da die Fahrer das letzte Glied der Kette sind, können die auch am wenigsten bezahlt werden. Was erschreckend immer ist, ist, wenn ich von oben aus der Politik höre oder von Verdi, ja, wir haben Fahrermangel, wir versuchen denen irgendwie gegenzuwirken. Versuchen sie nicht, weil sonst würden sie auf politischer Ebene dafür sorgen, Kabotagegesetz, was wirklich sehr wichtig ist, strenger kontrolliert wird. Das ist ein wirklich ernstes Thema. Wenige trauen sich das anzusprechen, aber es ist nun mal so, das Kabotagegesetz
also quasi die Einhaltung von ausländischen Spediteuren, die entsprechende Frachten nur in Deutschland fahren dürfen und dann wieder das Land verlassen, was in anderen Ländern gang und gäbe ist, wird hier in Deutschland einfach nicht vernünftig kontrolliert. Ihr könnt übrigens das auch mal daran erkennen, wie viele ausländische Speditionen sich übers Wochenende auf Rastplätzen und Autohöfen befinden, teilweise auch übers lange Wochenende im LKW, was eigentlich verboten ist, aber es kontrolliert leider keiner. Und auf der Strecke bleibt dann meistens der deutsche Spediteur, beziehungsweise dann ja, der Arbeitnehmer, der LKW-Fahrer, der dann am Monatsende dann schauen muss, wie er über die Runden kommt. Ist es nur fair, wenn man Leuten, die neu in diesen Beruf einsteigen möchten, das auferlegt, hey, die Zeiten wie ganz früher, ich sag mal in den 70er, 80er Jahren, wo LKW-Fahrer wirklich gut verdient haben, die sind definitiv vorbei. Und du musst halt als LKW-Fahrer, also dass Leute sagen, LKW-Fahrer sind faul. Im Gegenteil, sehr fleißig, weil die meisten Arbeitnehmer aus anderen Branchen, anderen Berufen würden diesen Beruf unter diesen Rahmenbedingungen die ganze Woche weg sein etc. und dann für ein Gehalt, wo manch einer nur 40 Stunden, 35 Stunden arbeitet und das kriegt ein LKW-Fahrer, wenn er 60 Stunden gearbeitet hat, auf sein Konto gut geschrieben, würde kaum einer machen. Das muss man ganz ehrlich mal so sagen. Und die meisten LKW-Fahrer nehmen so wenig Urlaub wie möglich, weil sie die Spesen mit einberechnen in das Gehalt. Meistens nehmen sie am Monatsende eine Woche Urlaub und die in der Folgemonat die erste Woche, sodass man zwei Wochen wenigstens mal Urlaub hat, aber in jedem Monat wenigstens drei vollständige Wochen gearbeitet hat, um Spesen genug zu erwirtschaften, damit man am Monatsende nicht dasteht und kann seine Rechnung nicht mehr bezahlen. Das ist leider die Wahrheit. Das weiß Verdi, das weiß der Zoll, das weiß, weiß die BAG, das weiß die Politik. Aber die, die das nur ändern können, sind die in der Politik auf politischer Ebene. Verdi kümmert sich da leider nicht drum, das muss ich ganz ehrlich so sagen. Und dementsprechend sind die Leidtragenden weiterhin die LKW-Fahrer. Und das ist der Grund, dass die LKW-Fahrer, die aktuell da sind, einfach Spaß und Leidenschaft in diesem Beruf mitbringen und das deswegen durchziehen, weil es ein wirklich toller Beruf ist. Das klingt jetzt alles sehr negativ, aber ich finde, man muss es auch mal gesagt haben, dass der Arbeitnehmer, also der LKW-Fahrer, auf politischer Ebene, wir haben es gesehen bei Corona, nicht sehr viel wert ist. In meiner Umfrage habe ich euch auch gefragt, was ihr in Corona-Zeiten oder als Corona angefangen hat, als LKW-Fahrer vermisst habt. Da werde ich ein anderes Video dann nochmal zumachen. Das ist wirklich sehr erschreckend. Und hieran kann man auch sehen, dass ja, an den LKW-Fahrer einfach nicht gedacht wird. Das heißt, deswegen möchte ich dir mit auf den Weg geben, solltest du diesen Beruf ausüben wollen, er ist super, ist ein toller Beruf. Ein wirklich so toller Beruf, aber er wird systematisch von oben her kaputt gemacht wegen Nichtbeachtung. Das ist so meine Interpretation an der ganzen Geschichte. Deswegen weißt du jetzt ungefähr, was du verdienst, wie viele Stunden auf dich zukommen im Monat, was du leisten musst, was du für Entbehrungen mitbringen musst etc. Wenn Fragen sind, schreib es mir in die Kommentare, dann werde ich da nochmal näher drauf eingehen. Aber ich wollte dieses Video einfach so kurz wie möglich machen. Falls Leute sich für den Beruf interessieren, das googeln, auf YouTube gucken, was verdient ein LKW-Fahrer, dieses Video vielleicht vorgeschlagen bekommen. Und dementsprechend ungefähr einen kleinen Einblick haben und können dann ausloten, jo, bin ich dazu bereit, diese Opfer zu bringen, sehr viel zu arbeiten, wenig zu bekommen, geringe Wertschätzung in der Bundesrepublik Deutschland, du wirst über einen Verkehrskollaps, du nervst einfach nur als LKW-Fahrer etc. etc. Und wenn du mit diesen ganzen Bedingungen einverstanden bist, das ist wirklich ein toller Beruf, dann toi 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 und dann willkommen auf der Straße. Aber jetzt weißt du Bescheid, was auf dich zukommen kann. Wenn du Fragen hast, schreib es mir in die Kommentare. Andere LKW-Fahrer unterstützt vielleicht in den Kommentaren bei YouTube oder bei Facebook, wo ihr wollt. Fragende, wenn die halt noch eine entsprechende Frage haben, die ich jetzt gerade so in der Kürze nicht beantwortet habe, weil ich wollte das Video halt wie gesagt sehr kurz halten. Unterstützt die Leute, die sich für den Beruf interessieren oder Neulinge ein bisschen gegenseitig. Das wäre ganz cool. Und bis dahin, habt euch wohl, euer Kai und Daumen nach oben, dann lassen wir ganz cool. Video teilen wäre auch ganz cool. Ich bedanke mich und bleibt sauber. Und zum Morgen habe ich endlich einen Friseurtermin und ich kann diese Mütze absetzen. Junge.